Und damit herzlich willkommen zurück zu Bastion. Ja, beim letzten Mal fehlten, ich glaube, circa 5 Minuten von meinem schnücklichen Gelabere. Dafür sorry. Ja, muss irgendwie abhanden gekommen sein, die letzten Minuten. Ich weiß auch nicht warum. Jetzt geht mein Handy schon wieder. Ich gewöhne es mir aber auch nicht an, das auszumachen. Jedes Mal dasselbe. Egal. Jedenfalls, ja, wir machen jetzt weiter bei Bastion und wir haben hier diskutieren über... We could always see the stars. We just never could reach them, no matter how high we build. Ja gut, dann... Folks voyaged across the boundless sea to found Ceylandia. It was good living here for a while. Gut, dann haben wir das auch. Oh. Ein Leichling. So, hier können wir noch reingehen anscheinend. Da können wir das Repetiergewehr noch ein bisschen modifizieren, Munitionskapazität oder schnelleres Nachladen. Ich wähle mal das schnellere Nachladen, weil ich glaube, das können wir noch sehr gut gebrauchen. Und weiter geht's. Achso, Moment, wir müssen noch... The old world das Monument for the new world just getting started. Muss man mein Handy leiser machen, sonst geht das wieder los und dann haben wir denselben Salat wieder. So, hier kann man jetzt wieder was auswählen. Jetzt haben wir ja nur noch das Waffenlager zur Verfügung. Na, the Bastion's a place of peace, but we can hold our own. Ja, die Tretminen, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht wirklich, finde ich. Wir nehmen mal den Lockruf der Leichlinge mit. Und hier nehmen wir einfach mal den Bogen mit, weil ich finde den Bogen eigentlich noch ein bisschen besser. Boah, die Kriegsmachete, die passt. A bow and a machete. Every bit as effective as the fancier stuff. Dann stürzt er wieder ab. So, und weiter geht's jetzt auf jeden Fall. Skyway. So, wo müssen wir denn jetzt noch hin? Das hier haben wir bereits abgeräumt. Dann räumen wir jetzt das hier auf. Die hängenden Gärten. Ansonsten ist nichts darüber bekannt. Der Schleier des Unbekannten hängt über diesem Ort. In der Schmiede kannst du zwischen Waffenaufwertung wechseln und die besten Kombinationen herausfinden. The dead welcome him with open arms. Bumm. So. Und da the sind calamity wir took everybody after all. Kids see some plain frozen faces all around. Also ich hab's schon in der letzten Folge ja gesagt, das Spiel ist wirklich genial. Ich finde es wirklich you don't much care to see him. Not like this. These folks never saw the calamity coming, but someone did. Someone close. Someone who ain't like Mr. Beckley and his kindly wife. It was someone like him. Kid sees him there again, in the flesh. It's a snag or two trying to get to him. He ain't about to stop, no matter what. He's got so many questions after all. Nichts, was wir nicht hinkriegen, oder? The Thunder Brothers didn't make it. So, das Kupon, die mache ich kaputt. They never saw what it was like beyond the walls. War das wieder so ein großer jetzt gewesen? Die Musik ist auch jetzt ein bisschen. Nor did the Bird Boy didn't make it. The Jawsons, they didn't make it. Wir erfahren sozusagen jetzt ein bisschen was. Grady Senior, Grady Junior, they didn't make it. Wer es geschafft hat, sozusagen. But him, he survived. Angriff, so, also überlebt hat. Kommt mal da rüber. Just think, without that man, we wouldn't be here right now. Hallo Leute. Would we? Riesenleitling. The core survived. Whoa!
kid does what he has to do. So, den Kern, den hätten wir schon mal. What do you say to a man who's seen too much? Kid hasn't a clue, but he says this. We have to go. Please. He's a proper gentleman, that man. His name is Zulf. No hiding, he's an Ura. Folks like him ain't ever been a common sight in Ceylandia. He's relieved to see a living face or two. The kid and I introduce ourselves in kind. Both to him and to each other for the first time. So, da haben wir ihn. For Zulf, Ceylandia was like a second home. He's real worried about his first home too. Far to the east. Okay, das haben wir eigentlich schon. Ah ne, wir reden ja jetzt mit Zulf. We all lost loved ones in the calamity, he says. I don't know how I'm gonna go on without mine. Zulf offers to help me plot the skyways for the kid. At least the calamity hasn't touched the stars, he says. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mit Zulf auch schon gesprochen. Und wir legen dem Monument, das Monument. The cores, they remember. That's why this place is coming together. That's why things are gonna be alright. Langsam, aber sicher bekommen wir unsere Bastion wieder zurück. Hart dafür gekämpft. Well, look what we have here. Was nehmen wir jetzt? Schaffen aufzeichnen für unsere Platzhilfe zum Bauen. Pläne für die Einrichtung der Reihe wertvolle Objekte aufbewahren und wiederherstellen für nur noch mehr. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen die Gedenkstätte. The memorial. Here kid can pay respect to the old world and earn it in kind. Das haben wir ja gemacht, die Dynastie. So. Ah, the valediction. Just another one of my sketches. Nothing more. Words can't express what happened, but they're all I got. So. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt noch mal ganz kurz in die Schmiede. Nein, Quatsch, nicht in die Schmiede. In die Destille wollte ich hier rein. Um da noch mal zu gucken, was wir da eventuell Neues machen können. Aber da ist... Ja, da ist jetzt... Oh. Squirt cider will toughen you right up. Too bad about the musty aftertaste. Zum nächsten Kern. We tracked down a couple more cores near the edge of the city. Mal kurz überlegen, was ist das hier? Das ist die Bastion, das ist die Ausgangsbasis. Okay, also da brauchen wir nicht hin. Da könnten wir jetzt üben, aber das Üben, das lasse ich jetzt einfach mal und momentan mal noch. Zu ärgerlich, dass es sich im sichersten Fort der Stadt befindet. Das ist doch kein Hindernis für uns, oder? Nein, da gehen wir jetzt auf jeden Fall hin. There's only one way in the Cinderbrick Fort. Das wird garantiert sehr lustig. The hard way. Da bin ich von überzeugt, dass das lustig wird. Sure, the city marshals may be gone. But now the fort's crawling with windbags. Aber nichts, was wir nicht hinbekommen werden. Na, beweg dich, Kid. The calamity was mercy. Das ist wieder so ein Riesen. The windbags ain't so lucky. Lass mich in Ruhe. Ich will nichts von dir. Okay. Ich treffe dich wahrscheinlich nicht mehr. Definitiv. The windbags put the kid on notice. Oh mein Gott. Oh. Definitiv. Definitiv härter. They've been left to freeze. Und jetzt weiß ich auch, was gemeint war mit das sicherste Ort. So. Okay. Well, windbags, young and old, keep fighting for the fort.
Oh. Zack, 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 komm, 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 komm. Kid can't hardly tail up from down after a while. Nein, hör doch mal auf, mich immer hochzuschmeißen, du Schuft. Jetzt ist aber gut hier. Mein Gott. Ich will doch hier nicht ständig hochfliegen. So, hier haben wir den... Nein, nicht den Kern. Nicht den Kern. Least the Marshals left the kid a parting gift. Ein Abschiedsgeschenk. Ja, eine Blechbiskette. Okay, gut. Oh, yeah. Punch clean through their greasy hides. So, ja, Freunde haben wir natürlich auch mittlerweile. Das with heißt, bags, much different than normal folks. All I want to warm mal meine freundlichen Leichen mir dazu. So. Auch schon hier sind. The Calamity drove the windbags topside. Mach kaputt. A lot of them wound up here in this very fort. Oh, minded the business underground like in the old days. Nein, 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 nein. So, au! Hörst du auf damit? So. Was gibt's denn hier an Waffenlager? Das ist schon mal sehr gut, aber die Muskete, die lassen wir auf jeden Fall. Ah, der Leichling-Lockruf. Das ist jetzt eine gute Frage, aber ich denke mal, die können wir eigentlich sehr gut gebrauchen. Deswegen lassen wir die auch noch. Oh, ah, ich bin runtergefallen. Ich bin schon runtergefallen. Jetzt los. So, as for the windbags, Cinderbrick gave him enough heat and metal to munch on for a while. Though the fort ain't theirs by right. Can't blame him for wanting it, though. Ja, du bist wieder so ein ganz Lieber, ne? Ja, klar. So, also das Spiel ist sehr actionlastig, wie man auf jeden Fall sieht. Und wir haben auch eben die Möglichkeiten dann da als Rollenspielelemente zum Beispiel auch die Möglichkeit eben andere Waffen zu wählen und sowas. So many of those sorry things hold up inside. Und Skillsystem jetzt an für sich, so ein richtiges Skillsystem wie in einem Rollenspiel à la WoW oder sonst was, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht habe ich das Ganze übersehen, ich weiß es nicht, aber ich glaube so. Jetzt zumindest noch nicht direkt gesehen. So, das hat klappt. So an und für sich muss ich sagen, läuft es sehr stabil. Die FPS bleiben eigentlich sehr stabil. Finde ich also auch sehr gut. Was heutzutage bei leider nicht, was heutzutage eigentlich nicht mehr so üblich ist bei manchen Spielen, ja. Das hätte mich einfach gewundert, wenn sie hier sehr gespannt hätten. Weil hier gibt es ja so vom Prinzip her eigentlich nicht wirklich was sehr Forderndes. Dieser ja, ständige Regen jetzt aktuell, würde ich sagen, der erfordert schon ein bisschen, das merke ich an den FPS leicht, aber... He's got a squirt lure at the ready, in case things turn sour. Rede wert. Oh! Oh! Alter Walter, holla die Waldfee. Da habe ich jetzt den Schwitzen. Secured his plane gone haywire. Windbags gummed up the works. Zack, zack, zack. Na los. Ich platz schießen soll ich.
Oh, oh. Kid ain't afraid of getting burned. Nein, Kid hat keine Angst vor Feuer. Good thing the windbags don't know Kid's fresh out of health tonics. Stufe 3, yay! Das Level-System gibt's ja auch, das haben wir ja schon gesehen bei das Tier. Das heißt dann, wir müssen jetzt den dritten Rang fertig machen können. Oder, ja, die dritte Fläche. They trap the kid in the middle of the fort's parade ground. Oh, oh. Paradeplatz, erinnert mich an Mannheim. Oh, oh nein, ich wohne nicht in Mannheim. Oh, jetzt sehen wir noch mal. Nein, 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 nein. Ja, klar, hallo. Friendly. Friede. They got something to gain, and only their sorry hides to lose. Ich will Frieden, ich will keine Ärger mit euch. Nein, geh weg! Zack, 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 komm, komm, weg, weg! Takes down Ludus. So, den hätten wir down. Maybe it was Glandon. Jetzt noch den Herrn hier. The so, other big yeah. fellow soon joins his brother. Wherever ah, they hier. Are now. Da hauen wir jetzt einfach mal drauf. The windbags finally get the message. Ich glaube, wir haben's. Ja, wir haben's. Sehr gut. So, jetzt sammeln wir unsere Punkte hier noch ein. Richtig die das schwarze Honigum natürlich noch. Den lasse ich jetzt mal da unten. Kid used to dream of getting the Marshal's badge. Sheriff Stern, aber nicht auf diese Art. And now ain't nothing left for nobody down at Cinderbrook Fort. Die Blechmuskete ist im Nahkampf besonders effektiv und kann Feinde in die Luft schleudern. Kid shows up just as Zulf's telling me about his own journey to the city. Und wir landen immer auf der Fresse. Seems the only thing the Calamity saved for Zulf was a smoking pipe. The Marshal seemed like good man, he says. They treated him with dignity. Zulf brought his antique smoking pipe all the way from the terminals. So, können wir da irgendwas machen an der Pfeife? Poor kid collapses after just one drag. Ja, vielleicht sollte er nicht rauchen. The past. Only good thing ever come out of the past is history. Oh, okay. Dann jetzt. So, wir sind in der Bastion wahrscheinlich. Da kann ich so richtig Leute. Zack, zack, komm, gleich, gleich, gleich. The past catches up with the kid. Hardly had a moment's rest since all this started. Fair to say he's led a hard life. Supposing what he says in his sleep ain't no lie. He never knew his old man, but he had his mama to take care of. Frail thing with pure white hair like his. Ah, hier kommen wir dann wieder hier rein.
von brennendem Zeugs. Having his mama's hair did the kid no favors while he was growing up, but he learned to hold his own out there. Schon echt phänomenal, muss ich sagen. School ain't working out, so the kid signs up for a turn on the rippling walls. Make his mama some money. Ja, das ist wieder so ein komischer Kauz hier. Oh, nee. Euch kann ich ja überhaupt nicht leiden. Thanks to folks like the kid, the walls kept Ceylandia safe from whatever's out there. The elements, the era, you name it. Once the kid done his time, he hurried on home. Turns out his mama's time was done too. Ja, logisch, Alter! Geh weg! Oh, lass mich durch! Oh! Jetzt da stehen? Okay. Sehe ich euch überhaupt irgendwas ab? Ich glaube nicht. Oh, wir haben keine Tränke mehr. Oh, nein. Das heißt, oh, das war knapp. The city had nothing for him. The money he'd been sending home was nowhere to be found either. Fertig, bitte. Nein. Nein. Gut, dann geht's. So what did the kid do? Why went right on back to the walls for another 5 years? So. In the history of Ceylandia, nobody's ever volunteered for a second shift on the walls. Das siehst du mal, ne? So sind wir halt, ne? Also wir sind hier die Retter des Rechts sozusagen. Wir sind die Retter des Rechts und vom Kit und der Bastion. Wir räumen hier auf. There, kid learned to fend for himself. Learned to build. Learned to break. So. 9 Druckbilder noch. Heilen. Das wird aber nochmal ganz gehörig knapp. Tschüss. Time the kid earned good standing with the marshals. They trusted him to scout out farther than anybody. So, eigentlich wollte ich schon längst die Folge beenden. Oh, Leute! Gibt's halt heute nochmal eine Überlänge.
Das wollt ihr doch. Gibt es doch zu. Ihr wollt überlenken. Und vor allem, nein, mich nochmal sterben sehen. One night, oh, on one of his expeditions, the ground beneath them shattered, cracked, and split apart. Sieht nicht so aus. Ja. Wir müssen dann den Bereich neu starten. Das alles machen wir in der nächsten Folge. Also, bis gleich noch einmal. Dann bis in der nächsten Folge.